was du sagst. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich dachte mir, ich halte es etwas spannend, denn ich habe meine Haare geschnitten. Schnipp, schnapp. Übrigens nicht wundern, wir haben Pizza bestellt. Ich glaube, es kamen 6 bis 7 cm ab. Oh mein Gott. Aber ich zeige es euch jetzt mal. Tada! Ich habe die alle auf eine Länge geschnitten. Also Mama wollte die Haare lang haben, genau wie ich. Genau, ich wollte die so lang haben wie du die Haare. Ich bin noch nicht geschminkt, aber ich bin mega zufrieden. Wir haben uns hier vorne an die kürzeste Strähne gehalten. Ich hatte ja früher gerade einen Pony und ich habe den rauswachsen lassen. Und so sieht das jetzt aus. Die waren vorher so. Wie findet ihr das? Ich bin voll zufrieden. Jetzt sehen die wieder gesund aus unten. Die sind schön dick. Und selbst Alex gefällt es, obwohl Alex immer sagt, mach nicht zu kurz, mach nicht zu kurz. Ist jetzt so Schlüsselbeinlänge, würde ich sagen. Was kann ich euch heute Morgen erzählen? Es ist 7:30. Die Gärtner sind gerade angerückt. Heute wird der Garten fertig gemacht. Wir kriegen noch Tore rein, damit man einfach nicht in unseren Garten gehen kann. Das soll halt nicht offen bleiben. Mir geht's nicht so gut. Ich war gestern beim Arzt. Ich hatte eine so eine Füßenlockerung. Das hatte ich bei Pauline auch schon. Allerdings kurz vor der Geburt erst. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Wer nicht weiß, was das ist, kann einfach googeln. Es ist auf jeden Fall sehr schmerzhaft beim Laufen. Und ich bin dann immer instabil und knicke weg. Ich habe jetzt so einen schönen Hüftgürtel verschrieben bekommen, den ich tragen darf. Und ja, man muss sich schonen, aber auch nicht zu viel schonen, weil man muss ja auch noch in Bewegung bleiben. Also es ist gerade morgens ganz schlimm oder wenn man länger sitzt und dann aufsteht. Aber mein Mama-Alltag geht natürlich weiter und ich muss ja für die Kinder funktionieren und kann da jetzt nicht rumweinen und nörgeln und meckern. Genau, das ist die Hauptsache, dass es dem Baby und mir sonst gut geht. Alex bringt gleich die Große in den Kindergarten. Wir haben gerade gemeinsam gefrühstückt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Dann nehme ich euch einfach mit durch unseren Tag. Pauline spielt mit ihrer Spielzeugkiste. Ja. Papa hat dich ganz bunt heute angezogen, ne? Ja, voll schick, ja. Voll schick. So voll cool. Mickey Maus mit Kühen und Schafen. So, jetzt wird sich angezogen, dann geht's in den Kindergarten. Und Mama legt die Beine hoch, ja? Du kommst hier nicht auf, bitte? Ja, Alex muss sich immer zügeln. Schon wieder in Grau, aber ich hab nichts an. Außer das Vlies ist alles gut. Ja, Mama kann dich jetzt nicht verzählen. Du nimmst sie mit, ne? Ja, muss sie auch angezogen werden. Jetzt mach ich dich in Grau. Marina hat einen Flechtzopf. Gefährlich. Nee. Zieht doch zusammen. Nein. Sie will sich anziehen. Das ist zum Springen. Hier, Mütze. Ja, deine Einhornmütze. Willst du sie aufsetzen? Ja. Ja. Also Paulines Jacke. Du hast ja einen Kindersitz da, ne? Ja, den Zeilbeck. Das ist meine Einhornmütze. So, Alex bringt gerade Leona in den Kindergarten, hat Pauline mitgenommen, damit ich mich ein bisschen ausruhen kann. Ich habe gestern ein Paket erhalten, das wollte ich euch einmal zeigen. Da hat mich nämlich eine liebe Zuschauerin drauf angesprochen. Es gibt bei Amazon solche Plastikhaken, erkennt man das? Ich möchte ja in den Kinderzimmern Pompons an die Decke hängen und diese Heißluftballons, die sind aus Plastik, das finde ich schon mal schön, dann sieht man das halt nicht. Man muss nicht in die Decke bohren und die sind mit so einem Klebstoff. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, die halten auf meiner Rehgipswand. Es stand eigentlich für alle Untergründe geeignet. Mal schauen, ob die wirklich halten. Das wäre mega, weil dann kann ich den Heißluftballon einfach durch diese Lasche hier ziehen. Ich wollte euch zeigen, hier ist der Zaun, hier ist unser Carport und hier kommt noch ein Tor rein, dass man nicht einfach rein und rauslaufen kann. Kleiderschrank steht ja schon, das habt ihr im letzten Vlog, glaube ich, gesehen. Ich bin so verliebt in den Kleiderschrank. Ich bin echt glücklich, dass wir den genommen haben mit Spiegel. Betten müssen noch gemacht werden, aber der ist auch perfekt groß. Ich glaube, der ist jetzt 2,70 Meter. Und viele hatten ja gesagt, dass es die stören würde mit dem Spiegel. Es sollen Geister kommen nachts oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Aber so einen großen Spiegel finde ich wirklich mega praktisch, weil man sich komplett sehen kann. Ja, und der hat halt dieses TV-Fach. Tschüpp. Weg bin ich. Und ich kann ihn einräumen, sobald der richtig hingestellt wurde und geputzt ist. Das Putzen mache ich. Ich wollte es jetzt einmal mit den Haken ausprobieren. Ich will wirklich wissen, ob das funktioniert. Es funktioniert. Schaut mal. Der erste Luftballon hängt.
Voll süß. Jetzt mache ich da gleich so eine richtig schöne Heißluftballonlandschaft. Das klappt super. Der Haken ist bombenfest. Also kann ich euch definitiv empfehlen. Übrigens hat das Pauline jetzt den ganzen Tag lang getestet und sie ist voll begeistert von diesem Lauflernwagen. Wer sowas noch braucht, das ist von der Marke Chico. Das ist richtig cool. Man kann da oben Bälle einwerfen und die Förmchen. Die liegen natürlich immer überall rum, ne? Man kann auch noch Batterien reinmachen, dann macht es Musik, aber sie läuft da wirklich 1A dran. Aus Holz ist natürlich auch schön, aber das ist auch Geschmackssache, denke ich. Ein richtig guter Kauf von Linda. Es ist jetzt der 7. Tag im Garten. Der Zaun steht komplett und die Muttererde, der Mutterboden ist jetzt auch so drauf, dass man Rollrasen verlegen kann. Das sieht schon ganz gut aus. Freitag kommt die Überdachung. So sieht übrigens das Tor aus. Ich werde dann das Spielzimmer etwas aufräumen. Hier haben die gestern wieder gespielt, wie man sehen kann. Und ich werde jetzt auch die schwarzen Aufbewahrungsboxen aufbauen und mich jetzt diesem Projekt widmen. Spielzimmer in Schwarz-Weiß. Dafür habe ich ja hier alles liegen. Fangen wir mit den Boxen an. Ich muss gerade mal die Kamera ausgleichen. Fangen wir an. Übrigens finde ich das mega lieb von euch, dass ihr auf Instagram immer schreibt, mach bitte ruhig, mach langsam. Klar, ich mache so, wie ich kann. Wenn ich wirklich merke, es geht nicht mehr, mache ich auch ein Päuschen. Aber als Mama, als Zweifachmama ist es wirklich so, dass man nicht dazu kommt, Bettruhe einzuhalten. Ich habe jetzt auch keine Bettruhe bekommen. Ich soll mich halt schonen, aber trotzdem in Bewegung bleiben, damit nicht alles einschläft. Ich glaube, zu den Kisten brauche ich euch nicht viel erzählen. Ne? Die gehen ja ganz einfach. So, ich wollte immer schwarz-weiß im Wechsel anordnen. Dann muss ich noch diese Kisten dann umräumen. Voll süß, oder? Mit dem Einhorn, das passt perfekt in Leonas Zimmer. Dann kriegt sie die ganzen Tierboxen nach oben. Ein Kinderzimmer sollte schön bunt und fröhlich sein. Wenn ich gleich fertig bin, zeige ich euch auch mal eben schnell, wie ich alles eingeräumt habe. Es hat geklopft. Ich muss mal runter. Ah. So, ich habe jetzt ganz langsam hier aufgeräumt und alles einsortiert. Boah, ich sehe voll blass aus. Tut mir leid. Ich zeige euch das einfach mal. So sieht es erstmal aufgeräumt aus. Es ist voll laut. Unten wird gerade die Terrasse platt gemacht. Jetzt habe ich gerade die Kisten da einsortiert, Spielzeug sortiert. Jetzt kommt noch der Teppich hier raus. Den wollte ich dann gerne bei Leona oben hinlegen. Den Wolkenteppich, mal schauen. Die Tippis liegen hier. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die da an die Wand klebe, unten. Das Bild soll noch an die Wand. Oder hier. Aber da stehen halt immer so schön die Kissen. Vielleicht kann ich das für euch auffangen im Garten, was da gerade passiert. Ich habe gestern Abend mir ein heißes Bad genommen oder ein warmes Bad. Als Schwangere darf man nicht zu heiß baden. Das könnte Wehen anregen und auch Wehen im Kreislauf. Von Dresdner Essence, du bist einfach großartig. Bio-Orange. Boah, das riecht so gut. Kennt ihr diese Brausetabletten, die man ins Wasser tun kann zum Trinken mit Vitaminen? So gut, das würde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Komm, wir schauen mal. Richtig laut. Boah, meine Ohren, das ist so laut. Und hier ist der Teppich. Voll cool. Den habe ich bei Amazon gefunden, den verlinke ich euch gerne mal. Ich finde den mega stylisch. Ich muss gleich lüften, der stinkt. Dann kann ich den einrollen. Muss eh mal gewaschen werden. Ich glaube, der Teppich muss noch weiter reingelegt werden. Und dann lege ich den in den Vorraum. Oder komplett Teppich hier drauflegen aufs Laminat. Die Kante steht noch ab, das legt sich aber noch. So, ich bin gerade irgendwie überfragt. Ich bin nicht 100% zufrieden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, so liegt jetzt erstmal der Teppich. Ich finde, das sieht irgendwie total unordentlich aus. Die Ecke da hinten, die ist mir einfach auch noch zu voll gestellt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich dieses schöne Wandbild dort oben hinhänge. Hier wird noch der Stoff schwarz bezogen. Die Maltafel habe ich jetzt erstmal weggestellt und die Tische dahin. Ich überlege, ob ich jetzt noch den Sternenteppich hier hinlege. Die Lichterkette finde ich da ganz schön, aber ich glaube, das wird dann zu viel mit den Tipis. Mal schauen. Man könnte die Tipis natürlich jetzt auch super da so anbringen. Und oben auf jeden Fall die Pompons. Hier ist ja auch so eine tote Ecke mit der Küche. So sieht mir das auch so leer aus, wenn man da die Tippis anklebt.
Pompons und die werde ich jetzt erstmal unten auf dem Sofa halten. So, ich habe mich jetzt erstmal bequem hingesetzt und ja, die Pompons kann ich natürlich auch im Sitzen auseinanderfalten. Das sind hier mehrere Lagen Papier, die ich jetzt einfach auseinanderfummeln muss zu einer Kugel. Und das Ganze mache ich dann 6-mal. Yay! Wollen wir mal. Zehn Minuten später und mein erstes gutes Stück ist fertig. Ist nicht ganz so rund, ich muss da noch mal ein bisschen nachkorrigieren, aber ist ganz süß. Das Ganze jetzt 6-mal. Könnten wir auch hier ins Wohnzimmer hängen, Schatz? So an die Träger oder so. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe gerade mal 2 Kugeln geschafft. Die weißen sind ein bisschen größer. Oder die haben unterschiedliche Größen. Da muss ich gleich mal gucken. Die haben unterschiedliche Größen. Das ist ein kleiner weißer, den muss ich jetzt noch machen. Und einen großen. Und die mal schauen, wie ich Lust habe. Hi, es ist mittlerweile mittags. Alex hat gerade Pauline geweckt. Der muss gleich Leona abholen. Es gibt eine Änderung. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ich war gerade nochmal beim Arzt. Und es ist Gott sei Dank keine Symphysenlockerung, sondern, wartet, ich muss es auf die Kette kriegen, mein Beckenschaufenwirbel ist ausgerenkt. Genau, und jetzt muss ich gleich meine Hebamme anrufen, dann bekomme ich Akupunktur, um alles so ein bisschen zu lockern und dann wird das alles getaped, dass ich Halt bekomme und dann muss es wieder besser werden. Gott sei Dank, ich bin richtig erleichtert. Das heißt, ich habe nicht bis zur Geburt diese Schmerzen. Hier stehen 2 Pakete, die wollte ich auspacken. Da nehme ich euch natürlich wieder mit. Da dürfte eine Pflanze drin sein. Das Auto steht hinter dem Gärtnerauto. Kofferraum ist ja leer, ja? Ja, Kinderwagen müsstest du haben. Ich? Ich will mich nicht anziehen. Sag mal tschüss. Tschüss. Oh, man kann schon mal einen Blick reinwerfen. Fand ich so schön, weil die so gedreht ist. Nein, sag ich nicht. Diese Pflanzen, die gibt's doch überall. Bis du mir so eine Pflanze holst, ist Weihnachten. Ja, dann hast du wenigstens zu Weihnachten was Grünes im Haus. Pauline will die Kiste, glaube ich, aufmachen. Ich fahre jetzt weg. Raus. Leona abholen. Was machst du, kleiner Rabauke, da hinten? Hm? Staubsauger. Hm, der ist interessant. Ja, super! Super, toll, klasse machst du das. Super, ja, toll. So sieht der Baum aus. Ich muss ihn noch ein bisschen zurechtschneiden, dass er rund aussieht. Der Topf ist leider nicht gekommen. Kommt er morgen. Es ist schon spät, die Kinder schlafen. Ich habe ganz vergessen, noch zu Ende zu filmen und mich persönlich zu verabschieden. Wir werden es uns jetzt auch vor dem Fernseher bequem machen und den Abend langsam ausklingen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!